So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustrierten Runde mit Mirdo Netschki und dem Spiel DuckTales Remastered, dem wohl bekanntesten oder einem der bekanntesten Genrevertreter seiner Zeit, damals in den 90ern, der Jump'n'Run-Ära, nenne ich es mal. Wir fortsetzen einfach mal, ich kann ja währenddessen labern. Und ja, sowas haben wir damals gespielt, es ist quasi nochmal mit besserer Grafik neu aufgelegt worden. Jetzt sieht das alles ein bisschen hübscher aus, originalgetreue Zeichentrickmodelle sind dabei. Und halt natürlich ein bisschen modernere Beats und all den ganzen Kram. Aber gameplay-technisch ist es noch 1 zu 1. Es hat dieselben Macken wie damals, das mit dem Pogo-Stab, dass es manchmal nicht reagieren will. Dieselbe hakelige, geile Steuerung und einfach diesen Nostalgie-Faktor. Es ist einfach so ein typisches Jump'n'Run der 90er. Es ist einfach so. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das Spiel remastered wurde. Da habe ich ja schon Ewigkeit drauf gewartet. Meine Mickey Maus wurde ja auch remastered und das ist einfach alles zu grandios, Leute. Die nächste Münze. Aber ich bin doch ein alter Retro-Hase. Oh. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. Oh Mann. Oh, das klingt brutal. Jedenfalls bin ich so ein alter Retro-Jockey, ihr kennt mich ja. Ich stehe total geil auf alte Retro-Spiele, vor allem wenn sie im Retro-Look sind. Hier ist halt mehr Retro-Gameplay mit modernem Gewand, aber es ist trotzdem einfach nur zu cool. Und gefällt auf jeden Fall. Kann man da so... Okay, da kann man so rüber. Okay, wie macht man das jetzt mit der Spinne? Ah, okay, ich hab's. Komm runter, du Sau. Pounce! Haha. So muss das gehen. Oh, jetzt wird's... Ach du Scheiße! Das ist definitiv heftig, weil da musst du ganz in gewissen Abständen so. Ich übe erstmal. Ach du Scheiße. Ah ne, okay, hier geht's auch so. Dann mache ich das schon mal. Ich warte mal, bis die runterkommt. An einem richtigen Augenblick. Und nicht gleichzeitig mit mir, du Penner! Jetzt. Ah, oh Gott, das ist teilweise echt gar nicht so einfach. Ich meine, das ist natürlich jetzt kein Vergleich mit irgendwelchen Spielen wie Dark Souls oder ultraschwere Jump'n'Runs. Aber man muss halt das Timing richtig haben. Das ist leider ein bisschen hakelig an manchen Stellen. Oh, fuck! Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Münze! Ah! Ich glaube, jetzt haben wir alle, oder? Da ist was dran. Ah! Sehr gut. Okay, jetzt links auf jeden Fall noch weiter. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch nach einem kleineren Schatz suchen. Es gibt ja, wie gesagt, diese Easter Egg-Schätze. In dem Spiel hier auch noch. Ah, immerhin ein bisschen HP. So, jetzt müssen wir mal vorsichtig wieder vorgehen. Spider! Blalzen der Balmen. Okay. Da geht's definitiv hoch. Guck mal hier. Aha! Sag ich doch! Secret Easter Egg Räume. Immer wieder. Schön, guckt euch das mal an. So muss das aussehen. Und die letzte Münze, oder? Ja. Also doch kein Easter Egg Room. Aber es gibt solche Easter Egg Räume, das weiß ich hundertprozentig. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, I forgot. Launchpad, are you dropping your beat much as a child? All the time. Schön. Ich find's gut, dass sie auch so einen Humor hier eingebaut haben. So eine humorvolle Passage. Ich weiß gar nicht, gab's die im alten Spiel auch noch? Die Frage ist jetzt, kann man hier runterfallen? Oder stirbt man da? Ich probier's lieber nicht aus, aber hier geht's auf jeden Fall hoch. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Haha! Dann ist er jetzt easy peasy. So. Zack. 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 Hohohoho. Zack. Nein! Ich hätte doch einfach unten lang gehen können, oder? Ich Affe, ey. Na, da kommt er auch schon, wenn ich von ihm rede. Und schwupp. Schwupp. Da kriegst du auch noch... Nein, die Pittelpalzen! Lasset mich in Ruhe! Komm ich da jetzt eigentlich wieder hoch? Ich glaube, ich muss da eigentlich oben lang, oder?
Oder probiert einfach mal hier. Ich probier's mal hier. Hier war richtig. Genau, hier war richtig. Ah, nicht zu hoch. Oh, ein einziges Leben nur noch, ey. Oder ein Herz, sagen wir mal so. Jetzt habe ich aber alle. Launchpad. What if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Einfach mal so hochgeworfen. Physikalisch korrekt. Ach no, it's not working. Hey, maybe you need to say the magic words. Or maybe not. Ja, oder vielleicht auch nicht. Oh, Machu Picchu! The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I gonna get across? Up here, Mr. McD. Ja, bitte nicht zu weit, mein Freund. Du weißt, ich bin zu alt. Ah! Mach bloß keinen Scheiß! Ich bleib hier oben, ich geh da noch nicht runter! Da bin ich aber da! Da bin ich lebensmüde! Da scheiße ich mir so schon ins Hemd! Aber so ein Diamant ist halt schon verlockend, aber scheiß auf die Münzen! Ich will leben, also wenn da unten jetzt ein Herz liegen würde, wäre was anderes. Ist was für professionelle Spieler, nicht für mich! Ich bin zu noobig für sowas! Au! Oh. I did it! I found the legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on and with a little luck that scepter will be mine in no time. Jawohl. Aber erstmal gehen wir hier recht hoch, ob da noch irgendwas versteckt ist. Woo, natürlich ist das versteckt. Ich wäre ja nicht Luna, wenn ich das nicht gewusst hätte. Aber das weiß man ja auch so. Wie komme ich da jetzt am besten? Ah, wie komme ich denn da am besten hin? Ha! Bin vielleicht doch dusselig. Guck mal hier. Aha! Secret Raum! Woo! Eine Torte, ja wunderbar. Hier ist auch noch was? Nee. Hier vielleicht? Aber hier. Na gut. Da vielleicht? Nein. Schade. Aber ich sagte, es gibt so versteckte Räume. Es gibt aber versteckte Räume auch mit speziell großen, fetten Schätzen. 100%, Diggas. Ey, schön, ne? Ist so. Vielleicht gibt's ja auch erst im zweiten Teil. Es gibt ja auch ein DuckTales-Spiel, ein zweites DuckTales-Spiel. Wie soll man das denn machen? Bitte? Ah, ich weiß schon, von rechts. Oder auch nicht! Renn! 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 Oh Gott! Oh Gott, hab ich mich... Ha! Das gibt's ja auch noch. Aha! Jetzt ist natürlich der Schatz weg. Ah, wie wunderbar. Aber hier geht's oben weiter. Immerhin etwas. Monströs, viel Geld, Reichtum. 840.000, allein das könnte ich schon gut in meinem Sparkonto verbuchen. Frieda, was machst du denn hier? Mrs. Bigley, what are you doing here? I'm just making sure you stick to your diet, Mr. McDuck. Oh, eine tolle Diät. Marvelous job as usual, Mrs. Beakley. You know, Mr. McDuck, these giant stone obelisks would make wonderful souvenirs for the boys. Ich glaube, das letzte ist ein Leben. Gesunder Appetit, Errungenschaft freigespielt. Hier ist doch nichts. Okay, ich dachte, da wäre was. Schade. Aber wie dem auch sei, wir gehen jetzt hier weiter. Da ist was. Komm her, du Penner! Ha! Ha! Oh! Toll! Genau jetzt hat es natürlich aufgehört. Zu Funk zu muckeln! So, ist hier irgendwas? Da oben bestimmt. Ja. Nein. Ah! Counts! Baumschickermaumau. Haben wir euch doch voll in die... Na, das ist doch offensichtlich, dass hier was ist. Also da ist das Spiel schon relativ offensichtlich, aber nichtsdestotrotz, es gefällt mir trotzdem. Es ist so ein schönes, niedliches, verspieltes Jump'n'Run, wie man es halt aus alten Tagen kennt. Aus meiner Jugend! Du! Oh, natürlich! Renn! Nein! Okay, geh nochmal zurück. Nein, der ist schon weg! So ein ärgerliches Ärgernis aber auch. Na, immerhin.
Oh, der Torte, danke schön. Okay, wunderbar. Ich hasse diese Blumen, aber ich werde die austricksorn. Wenn ich einfach so mache, dann... Oder auch nicht. Dann halt nicht austricksen. Na, einfach lieber schnell hoch. Geht auch wieder runter? Ja. Bounce. So. Gut, alles fertig. Alle durch, liebe Leute. Der Tempel ist echt gewaltig groß. Braucht man ja mehr als nur ein Part für. Auch so hätte ich mehr als ein Part gebraucht. Wenn ich nicht am Anfang den Mond gemacht hätte. Also ohne... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kommt doch her, ihr Wixer. Oh. Nein, du Penner. Oh, lasso mio. In Ruhe. Ach, guck mal. Schätzkiste. Schätzelein. Ah, sehr gut. Eine Torte. Aue. Ich hab doch gepokt. Ich versteh es nicht. Manchmal ist es echt unsinnig. Aber ich... Ah, da. Nobel, Nobel. Hallo. So. Manchmal will das Spiel nicht so recht für die Steuerung. Ich spiele mit dem Xbox-Pad. Könnte sein, dass es daran liegt, weil das Digital-Pad ist ein bisschen schwammig. Haben sie ja Gott sei Dank beim neuen beim Xbox One-Pad ein bisschen korrigiert. Der Boss. Boss-Time. The King's Scepter. Well, oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Ja. Jetzt wird's gruselig. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie der Boss geht. Ach du Scheiße. Catch me, Kilch. What was that? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Auf jeden Fall nicht auf dem Boden sein, wenn er stampft. Das ist alles. Oh, sonst gibt's eine riesen Explosion. Bumble. Okay, jetzt kommt irgendwas Böses. Ruderhundel. Nadel. Schnadel. Okay, hier bleiben. Wow. Oh. Gut, das ist gar nicht so schwer, wenn es nicht anfängt, schneller zu werden. Oh. Na komm, gleich haben wir dich. Yes! The fuck! Okay, das macht definitiv mehr als genug. Wow! Okay, jetzt nochmal auf den Kopf. Bounce! Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein und aufpassen, von wo was kommt. Wow, es kommt so von unten, natürlich! Aus sämtlichen Richtungen. Zupp und zupp. Okay, diesmal nach rechts. Schlimm wäre es halt, wenn es mitten in der Mitte so, wenn man wirklich drauf achten müsste und es ein bisschen schneller reagiert so. Ah, es wird aber auch langsam schneller. So. Er kommt wieder, oder? Ja. Nein, oh, fuck you. Ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Nein, 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 nein. Muss ich jetzt den ganzen Kampf nochmal von vorne machen? Ja, muss ich. Herrlichst, Leute, herrlichst. Ey, du Penner! Das kann doch nicht wahr sein. So. Oh, Lyler. Am besten immer auf dem Pogo-Stick bleiben. Da kann einem am wenigsten passieren. So. Vor allem ist man dann schnelle. Schnelle und besser. Aber nur 3 Herzen, ey. Das ist echt voll lame. Okay. So ist ja das ja eigentlich relativ einfach. Nur der Kampf selbst. Soll man aufpassen, wo er hingeht und... Ah! Hab doch Kapuro steckt! So, jetzt warten, 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 warten. Und los. Bounce! So, warten, 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 warten. Bounce! Wow, war das knapp. Okay. Er geht zurück, er geht zurück. Was kommt als nächstes? Okay. Das ist wieder mal nicht so schwer, Gott sei Dank. Schwump und schwump. Ein rüstiger alter Mann. Beziehungsweise eine alte Ente. Für sein Alter echt sehr flott auf den Beinen. So. Okay, kurz warten, kurz warten, kurz warten. Da geht wieder hoch. Bounce. Pong. Pong.
Und... Pong! Sehr gut. Dreimal, dann geht er wieder zurück. Okay. Ich denke, was ist ein Kampf von drei Phasen? Wahrscheinlich. Dreimal drei macht sechs. Und vier macht neun oder so. Ich mach mir die Welt. Wird aber echt flott langsam. Ah. Gut. Oh Mann. Oh Mann, das reicht ja jetzt langsam. Komm wieder zurück, ich muss dich bekämpfen. Nein. Ah. Und. Okay, kurz warten. Er geht hoch. Kopf. Und noch mehr Kopf. Yeah, ich habe ihn besiegt. Ich bin der Beste. Ich bin Lunatic. 1, 2, 8, 8. Hurry, Mr. McD. This place has fallen to pieces. No, I'm not leaving without that scepter. Wo ist der Scepter? Get us out of here, Launchpad. Okay, das Scepter nicht bekommen. Schade. Ich glaube, man kann die später irgendwie nachholen, glaube ich. Habe ich denn wenigstens meine Punkte behalten? What's the meaning of this? Der Linke guckt so ganz intelligent. Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing, eh, Mr. McD? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. Haben wir es doch bekommen, okay. Super. After all, it was just the old King's back scratcher. Da 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 da. Da 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 da. Jo, haben wir das erste Level geschafft, Leute. Was sagen wir dazu? Wie viele Diamanten haben wir? Ah, guck mal. Ist doch einiges zusammengekommen. Eine Mille. Plus das Zepter. Auf Medium gespielt. Gibt's schon mal ein ordentliches Sümmchen auf dem Konto, das ich gerne auf jeden Fall bitte bar ausgezahlt haben möchte. Einmal Dankeschön, einen lieben Gruß an meine Bank. The scepter of the Incan King. I tell you boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Errungenschaft freigespielt. Extravagante Hausbla-Dingeling-Ding. So, was machen wir denn hier eigentlich? Ach, guck mal, da kann man die Sachen freispielen. TV-Illustrationen. Und Bilder und Skizzen. Und das ist ja echt... Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Da brauchen wir ein bisschen mehr Knete auf jeden Fall. Guck mal, können wir mal gucken. Am Stück wahrscheinlich einmal freigespielt, keine Ahnung. Man kann sich die Sachen kaufen. Dann nehme ich doch am besten erstmal Musik. Was kostet denn? Jetzt eine weitere Galerie-Koffer. Ah, ich muss erstmal Galerien kaufen. Ich muss erstmal in der Galerie überhaupt einkaufen. Na, dann kaufe ich mich einfach mal direkt durch. Von oben links nach unten rechts. Ja. Oh, Errungenschaft freigespielt. Kunstliebhaber. Ist doch alles relativ günstig. Okay, jetzt werden sie langsam teurer. Die Krachmomente. Sehr cool. Finde ich richtig toll. Wie hieß sie nochmal? Und oben sieht man sogar noch die Original. Wie sie im NES-Spiel aussahen. Die Originalfiguren. Sau cool, ey. Sau cool, Mann. Ah, da kommt das Nostalgiker-Herz raus, du. Das ist ja richtig, ey, oder was? Oh, jetzt werden sie richtig teuer hier. McMoney-Sack. Der gute alte McMoney-Sack. War er nicht Schotte? Ich glaube ja, ne? Gundel Gaukelei. Wie heißen die denn hier? Das sind nur Gegner, okay. Gut. Kann ich jetzt Concept Art weitere? Okay. Vielleicht muss ich erstmal alles durchkaufen, um mich unten durchkaufen zu können, keine Ahnung. Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Dann schauen wir noch einmal, ob man das erste Level wiederholen könnte, theoretisch.
Ne, man muss alle nacheinander durchmachen, okay. Gut, aber an der Stelle war es das erstmal von mir, Leute. Der Part geht auch schon wieder lang genug. Ich hoffe, euch hat es genauso schön und genauso viel gefallen wie mir. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann seid ihr nicht so eine geile, nostalgisch versessenen Spasuten wie ich, die auf alte Zeichentrickserien stehen und Pogo tanzen. Tanze Pogo mit mir. Tanze Pogo die ganze Nacht. Gut, an der Stelle verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt DuckTales oder irgendwas anderes Schönes mit mir, Lunetschki. Auf dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüss. Blablabla.